Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode von Let's Play Dead Space 2. Okay, wir sollen da langlaufen, gell? Emergency Shower, cool. Cool gemacht. Könnte mal ein bisschen was rumliegen. Oh Gott. Was ist jetzt los? Was zum Henker? Okay. Bleib doch mal stehen! Mann. Ich würde es aber auch hier durch so enge Tunnel kriechen. Ja, ich werde bei dem, da krache ich durch. Sieht schon so komisch aus. Kann ich da mal beikriechen? Ja. Okay. Okay, was ist das denn? Isaac, was ist passiert? Sind Sie okay? Warum helfen Sie mir? Wenn Titan endlich findet, werden noch mehr Menschen sterben. Mich eingeschlossen. Nicht, wenn Sie meiner Route folgen. Da ist doch was faul. Telekinetisch-chirurgische Bindung aktiv. Cool. Ach ja, Isaac, der Supertechniker. Cool. Ja, komm her, du Mistvieh. Cool. Cool. Wenn ich auf die extra nochmal drauf trete, dann krieg ich. Mach mal was. Schade, bei dem hat das jetzt nicht geklappt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Telekinese hier besser ist als in Teil 1 noch. Fahrstuhlfahren, chirurgischer Observationsbereich. Oh, ein Medipack. Fantastisch. Wie viel Leben wir doch haben. Oh Gott. Schlagen, schlagen! Oh, schlag doch mal, du Kunde! Mann! Dass er immer nicht das macht, was ich will. Da sind noch Schränke. Ist da noch so ein Schrank? Ja. Geld. Überall liegt Geld. Du musst doch bestimmt dann irgendwann demnächst mal in den Shop kommen. Das.
ist ein Speichercontainer. Aha. Ah, das Vieh steht doch bestimmt aus. Das war witzig. Oh, hier lädt noch jemand. Ja, Nahkampf habe ich schon mitgekriegt, wie das funktioniert. Okay. Kannst du was anderes sagen? Hallo? Hallo? Da liegt da irgendwas. Oh, hier liegt Munition. Hier ist... Hier bekomme ich wahrscheinlich meinen Plasmaschneider. Hallo? Hallo? Ne, das ist noch Geld. Wie lässt sich einfach nicht umbringen? Oh Gott, bitte tun Sie doch etwas! Oh Gott, ich bin ganz allein hier drin! Was machen die mit dem hier? Helfen Sie mir! Helfen Sie mir endlich! Verdammt. Chirurgische Gewebs. Gewebsschnitt wird ausgeführt. Oh mein Gott. Beruhigen Sie sich, ich schneide Sie da raus. Ist das ein Gewebelaser? Ein Plasmakutter? Oh Gott! Scheiße! Ja, das war leider ein wenig zu spät, würde ich mal meinen. Da. Leider Gottes zu spät. Gott. Uiuiui. Jetzt haut er ja das Zeug weg hier. Okay, weiter geht's. Jetzt haben wir doch schon mal die erste Waffe. Mit Taschenlampe. Dana hier. Die Kreaturen kann man nur aufhalten, wenn man sie zerstückelt. Ich weiß. Ich habe darin Übung. Versuchen Sie einfach zu überleben. Danke. Das weiß ich schon lange, dass man das nur so hinkriegt. Speicherpunkt. Der hat doch eine Rig an gehabt. Okay. Speichere mal. Ja, und was? Cut off der Limbs. Aha. Körperteile abtrennen. Cool. Ach, hier steht sogar eine Eisenbahn. Und ein kleines Flugzeug. Teddybär. Oh, ist das schön. Muss wahrscheinlich hier lang. Oh.
Oh, mein Gott. Oh, volles Leben. Meine Herren. Das ist ja mal fantastisch hier. Wie? Ich denke, das Vieh war tot. Mann. Plus ein Weg. Ja, hier sieht es doch schon wieder viel freundlicher aus. Kann ich was mit dem Blutkonserven oder was das ist anfangen? Nee. Aber ich verbrauche noch zu viel Munition. Okay. Das geht auch schnell. Ein Textler. Drücke Tab, um es zu lesen. Aufgrund der erinnerungshemmenden Medikamente sind die Patienten uns gegenüber erregt und kampflustig. Sie vergessen von einem Tag zum anderen, wer sie sind und müssen jeden Morgen überzeugt werden, ihre Zelle zu verlassen. Viele sind so verängstigt, dass sie nur sediert zum Verhörraum gebracht werden können. Pfleger Gusetis wurde dreimal von Patienten 6 gebissen und jetzt jeden Morgen erklärt werden muss, warum sein Kiefer gebrochen ist. Okay. Okay. Ach, ist das schön. Noch findet man ein bisschen was hier. Was ist das? Obere Lobby. Ja, genau. Ich will doch erstmal gucken überall. Warum ist das so ein komischer Dunst? Was ist das denn? Medipack, aha. Ja. Hallo. Also ich werde die Episode jetzt hier beenden und wünsche euch viel Spaß bei der nächsten Episode. Euer Jesus. Reden Sie mit mir.